Servus, liebe Imker, und herzlich willkommen zur Durchsicht im Juni 2023. Was ist bis jetzt passiert? Ja, wir haben alle, oder zumindest die, wo mehr Völker haben, den Imker-Burnout. Wir haben langsam die Schnauze voll und sind jetzt froh, dass die Frühtracht abgeschleudert ist und die Schwarmstimmung erloschen ist. So ist es zumindest bei mir. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob bei euch die Schwarmstimmung auch schon erloschen ist. Ja, jetzt wird der Imker wahrscheinlich sagen, es ist doch ganz toll, wenn die Schwarmstimmung erloschen ist. Wir können uns zurücklehnen und müssen nur noch ab und zu mal die Völker durchschauen und sonst nichts machen und können das Imkern genießen. Das stimmt nicht, das ist falsch, das ist das Schlimmste, was ihr um diese Jahreszeit machen könnt, weil der Monat Juni und Juli tatsächlich ein sehr wichtiger Monat in der Imkerei ist. Ab dem Zeitpunkt, wo die Schwarmstimmung nicht mehr vorhanden ist bei den Bienen, stellen die Bienen ihren Modus von Vermehren um auf Überleben, auf Vorbereiten für den Winter. Und hier ist der Imker gefragt und wir müssen einfach nochmal die Backen zusammenkneifen und noch ein bisschen Gas geben. Es hilft jetzt nichts. Wie gesagt, Juni, Juli ist sehr wichtig. Wir schauen jetzt primär, wie die Völker aussehen und ob sie vital sind, wie die Brut ausschaut, ob genügend Brut vorhanden ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen um diese Jahreszeit nicht primär auf die Bienenmasse zu achten. Es kann jetzt sehr variieren. Was muss aber vorhanden sein? Genügend Brut. Und ihr seht es hier im Hintergrund. Das ist jetzt ein Volk, wie ich es mir wünsche. So stelle ich mir das vor. So sollen bei mir im besten Fall alle Völker aussehen. Tut es natürlich nicht. Wir sehen später dann nochmal ein anderes Volk. Aber dazu gleich. Hier sieht man überall wunderbare Brut. Freie Zellen auch gleich wieder bestiftet. Bei diesem Volk und speziell bei dieser Königin habe ich gar keine Angst, dass ich die so einwintern werde. Hier werde ich nichts verändern. Also heißt, die Königin wird sicher nicht ausgetauscht. Schauen wir uns noch die letzten drei Waben an. Hier sieht man im rechten Bereich viel Pollen. Das bleibt drin. Hier ist übrigens auch die Chefin. Sehr schön zu sehen. Ja, wie gesagt, hier sind Pollen, die bleiben drin, das ist ganz wichtig. Es wird nicht mehr allzu viel Pollen reinkommen und deswegen bleibt dieser Pollen im Volk. Schlussendlich braucht das Volk ja Pollen im Winter zur Eiweißversorgung. Also jetzt bitte Pollen nicht mehr entnehmen. Auch hier im vorderen Bereich Pollen, im hinteren Bereich durchgehend bebrütet. Und die letzte Wabe, selbst die ist zum Teil noch bebrütet und ist ein sehr gutes Zeichen. Wie gesagt, dieses Volk wird bei mir, so wie es ist, eingewintert oder besser gesagt als einwinterungsfähig bewertet. Das Volk wird jetzt wieder zusammengebaut und wir schauen uns im Anschluss ein Volk an, bei dem ich die Königin bereits getauscht habe, weil sie eben die Leistung nicht mehr gebracht hat.
Ein Volk um diese Jahreszeit umzuweiseln, ist nicht immer ganz einfach. Ich mache das immer so, ich nehme einfach alle Bruträmchen aus dem Volk raus, nehme die alte Königin raus, gib Mittelwende und zugleich die neue Königin in einen Ausfresskäfig. Das ist meiner Meinung nach um diese Jahreszeit die beste Möglichkeit oder sagen wir mal die vielversprechendste Möglichkeit, dass die Königin angenommen wird. Vor gut 2 Wochen habe ich genau dieses bei diesem Volk getan. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert ist. Leichter Wildbau hinterm Schied, macht gar nichts, nutze ich tatsächlich zum Vorteil, weil bei mir jetzt demnächst ganz sporadisch die Völker mit Mittelwänden oder leeren Waben aufgefüllt werden zur Vorbereitung quasi zum Auffüttern. Es eilt nicht, aber ich mache das halt jetzt Schritt für Schritt, Volk für Volk. Dann habe ich später keinen Stress. Und die Bienen können jetzt noch die Leppertracht nutzen, um die Rämchen auszubauen, wenn es nötig ist. An diesem Volk sieht man jetzt da ganz schön, da gibt es eine nicht ganz so toll ausgebaute Drohnenwabe im oberen Bereich. Waren sie sich nicht ganz so einig. Und es ergibt sich da eine Unregelmäßigkeit und hier werden tatsächlich sehr viele Spillnäpfchen gezogen. Macht aber nichts, wie gesagt, in dieser Jahreszeit will kein Volk mehr schwärmen bei mir. Hier sieht man wunderschön bebrütete Waben. Es ist immer so wie ein kleiner Jungbrunnen, neues Wabenwerk, neue Königin. Die geben da richtig Gas. Die Bienenmasse ist in diesem Volk übrigens wenig. Das hat einen Grund. Ich habe mit den Altwaben auch Bienen entnommen und habe da Ableger draus gemacht. Wenn die alle schlüpfen, die wo hier verdeckelt sind, dann sieht das nach kurzer Zeit wieder ganz anders aus, das Volk. Und natürlich ein netter Nebeneffekt, ich habe somit auch die Varonen entnommen, die in der Brut waren, wird aber keine Rolle spielen in der Behandlung. Dieses Volk wird genauso wie alle anderen mit Ameisensäure behandelt. Aber so weit ist es ja jetzt noch nicht. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Zu dem Thema Varroa-Druck habe ich tatsächlich bis jetzt in diesem Jahr noch keine negativen Auswirkungen feststellen können. Also gehe ich mal davon aus, dass es dieses Jahr bis jetzt, Gott sei Dank, noch nicht ganz so schlimm ist. Jetzt kommt noch die letzte Wabe und dann ist dieses Volk auch fertig. Ja, mein Tipp an dieser Stelle, wie gesagt, schaut jetzt schon drauf, wie vital eure Völker sind, wie vital eure Königinnen vor allem sind. Wenn ihr Ausreißer habt, Bedenken habt oder Völker mit wenig Brut, dann kümmert euch bitte frühzeitig um neue Königinnen. Ihr müsst bedenken, das Bienenjahr ist jetzt zu Ende. Wie gesagt, die Völker sind jetzt bereits in der Vorbereitung für den Winter. Das glaubt man immer kaum, dass es jetzt schon soweit ist. Ich bin der Meinung, man sollte da frühzeitig dann anfangen. Man sollte vorausschauend imkern. Genauso funktionieren nämlich die Bienen auch. Ja. Die sind uns immer einen Schritt voraus und der Imker sollte hier nicht zu lange nachhinken. In diesem Sinne sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie es bei euch ausschaut. Lasst mir gerne einen Daumen da, wenn es gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Varia Biene. Servus.